Beim Umschaltspiel wie Real Madrid oder Borussia Dortmund oder beim Spiel auf Ballbesitz wie FC Barcelona und Bayern München sind zwei Faktoren unabhängig von der Spielweise besonders wichtig. Passgenauigkeit auch unter Zeit- und Gegnerdruck. Schnell und präzise passen, perfekt kombinieren und freie Räume im höchsten Tempo besetzen. Explosive Sprints und ein hohes Balltempo sind dabei extrem wichtig. Der vierte Teil der Reihe, die Kunst des Angriffsfußballs, zeigt neue interessante Übungsformen zum Pass- und Kombinationsspiel. Er ist damit eine Fortsetzung der DVD, die Kunst des Angriffsfußballs 1 und 2. In dieser DVD geht es jedoch zusätzlich noch um ein interessantes fußballspezifisches Sprinttraining. Wir zeigen, wie man Sprints in eine One-Touch-Übung einbaut und wie man präzises Passen nach einem explosiven Sprint trainiert. Die Trainingsformen dieser DVD sind alle leicht zu organisieren und vielseitig im Training einzusetzen. Sie verbessern mit diesen Übungen das Pass- und Kombinationsspiel Ihrer Spieler, Ihr gruppentaktisches Verhalten und zusätzlich Ihre Sprintfähigkeiten. Und das alles im selben Organisationsrahmen. Prinzipien der Trainingsmethode dieser DVD. Hinter allen Trainingsformen dieser DVD steht eine besondere Trainingsmethode, die folgende Prinzipien verfolgt. Training in kleinen Gruppen. Wählen Sie so viele Spieler aus, wie zum reibungslosen Ablauf unbedingt nötig sind. Aber so wenig Spieler, dass die Gruppe unter Zeitdruck kommt. Und vermeiden Sie lange Wartezeiten. 2 bis 3 Gruppen wetteifern gegeneinander. Der Wettkampf um eine hohe Punktzahl soll Zeitdruck erzeugen und die Spieler motivieren, an ihre Grenzen zu gehen. Derselbe Aufbau für One-Touch- und Sprint-Kombination. Die Trainingsformen zum One-Touch-Fußball werden auch zum fußballspezifischen Sprinttraining genutzt. Dabei ist kein Umbau erforderlich. Zähltore einsetzen. Bei den Gruppenwettkämpfen ist es sehr hilfreich, wenn man den Sieger exakt bestimmen kann. Dazu setzt man am besten Zähltore zur genauen Ermittlung des Ergebnisses ein. Tempo der Ausführung steigern. Wir stellen alle Übungen zunächst langsam vor, um Lauf- und Passwege zu erklären. Dann steigern wir das Tempo bis zum Wettkampftempo. Erst dann starten wir die Wettkämpfe. Wechsel der Spielrichtung. Wechseln Sie die Spielrichtung und fordern Sie Pässe mit beiden Füßen, damit die Spieler auch noch unter Zeitdruck mit dem Fuß passen, der das Spiel schnell macht und in der Spielsituation sinnvoll ist.